Man sagt ihnen ja so ein ganz interessantes Doppelleben nach, nachdem sich jeder Psychotherapeut die Finger lecken würde. Auf der einen Seite dieser Star, so eine Kunstfigur, die mit den Medien ganz gut umgehen kann, Falco. Auf der anderen Seite ihr ursprüngliches Ich, Hans Hölzel. Wie kommt man an den Hölzel ran? Schau mal, Hans Hölzel ist 1981 angetreten, um Falco zu werden. In der Zwischenzeit ist es hoffentlich. Ja gut, und, ist jetzt mehr Hölzel in ihn oder mehr Falco? Ach, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Kann man das trennen? Ja, lass uns springen. 2 Meter, was bist du gesprungen? 2 Meter? 42. Ah, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie ist denn aus Hölzel Falco geworden, 81? Mit viel Arbeit, mit viel Mühe, mit viel Elan, mit viel Begeisterung für den Beruf, mit viel Vertrauen auch in sein Publikum. Ja. Inzwischen hat Falco so viel Geld verdient, dass Hölzel ganz gut leben kann. Ich weiß nicht, wie viele Platten sind verkauft weltweit? 13 Millionen, 14, 15? Ich habe irgendwann den Überblick verloren. Ich würde sagen 60, 70 Millionen. Echt so viel? Nein. Lass uns nicht darüber reden, weil das macht nur irgendwie, das macht mich krank zu hören, wie viel ich verkauft habe. Denn es geht nicht um das, was ich verkauft habe, es geht um das, was ich hier bei euch bin. Und ich bin gern in eurer Mitte und ich bin gern zu Gast bei euch. Und, Herr, macht eine Schlappe. Das ist ganz gut, ne? Zu uns später. Zu uns später. Nee, aber mal, das macht natürlich was aus, weil. Falco hat immer gesagt, er will unterhalten und arbeitet nicht für irgendwelche politische Themen, sondern für sein Bankkonto. Und deshalb interessiert es Falcos Bankkonto sehr wohl, ob es 40, 60 oder doch nur 15 Millionen Platten sind, die verkauft werden. Wir sind hier im Kreis von so ausgezeichneten deutschen Spitzenpolitikern. Ich komme hier als Österreicher nicht an und empfehle euch, was ihr zu tun habt. Oder, hier das, ist müssen schon die, das müssen schon die Herren hier wissen. Ne? Also für Trends trennt uns aber auch nicht, ne? Von Deutschland nach Österreich. Weißt du, mit den Österreichern, die nach Deutschland kommen sind, um den Deutschen zu sagen, wo es lang geht, das war ja nicht immer so ganz erfolgreich. Ne? Und wir haben unsere eigenen Probleme und ihr habt eure. Ich mische mich nicht ein bei euch. Ich werde mich hüten, auch nur ein Wort zu verlieren. Ja. Aber ja, irgendwie haben Sie auch ein komisches Weltbild, möchte ich mal sagen. Ja, ah, ja. Ja, ich glaube schon. Na, gä. Der sagt immer Schatzi zu mir, das finde ich schon so scheußlich. Kann man Mausi sagen, wenn es willst. Nein, ich möchte erst mal ganz Rose, bei dem Plattencover. Nehmen wir sie heute. Er hat ein bisschen Probleme mit Frauen, der Herr Falco. Also Sie haben gesagt, Sie glauben, dass heutzutage die Frauen ihre Männer wieder gern in den Krieg schicken. Was bringt Sie denn zu so einer Ansicht, frage ich Sie. Wenn ich mir die ausschaue, schaust du aus, erst wie ein Teufelchen, in schwarz und in rot gehalten. Und deswegen, ja, Moment, nur, aber wie aus dem Fegefeuer. Egal wie ich ausschaue, und deswegen finde ich das schön, meinen Mann in den Krieg zu schicken. Das ist doch eine sehr zynische und eine sehr oberflächliche Aussage. Und das dann noch generell für alle Frauen? Er hat gesagt, ich nehme dieses Statement deswegen ernst, weil es in der Bild-Zeitung gestanden ist. Nein, hier im Plattentext, mein lieber Herr Falco, von Ihren Leuten und Aussage und richtig mit seriösen Angaben zu Ihren Platten, zu Ihren Liedern, speziell zum Nachtflug. Haben Sie das nicht gesagt? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Aber irgendwie haben Sie schon recht, natürlich. Ich meine, wer soll denn in den Krieg ziehen, wenn nicht die Männer, ne? Ja. Das ist, so kann man das auch sehen. Und jetzt habe ich recht, weil ich wahrscheinlich das behaupte, dass die Frauen die Männer kann man so denn gerne auch der Meinung sein, dass gar keine Männer in den Krieg ziehen sollen? Das ist ja allgemein. Wir tun das doch gern, oder? Geht auch, ja? Tun wir das nicht? Aber ich verstehe jetzt eins. Sie haben selbst gesagt, Ihre Hochzeit hat länger gedauert als die Ehe. Ich wollte Sie eigentlich fragen, woran das liegt, aber ich kann das jetzt doch ganz gut verstehen. Eins zu null für dich. Aber kann es denn sein, dass bei Ihrem Absturz, nachdem Sie ein großer Star waren und dann richtig auf die Schnauze gefallen sind, da mehr passiert ist, als nur kein Platten mehr verkauft? Also ist da in Ihnen etwas geschehen, was uns dann so heute dazu bringt, Ihnen zuzuhören mit Sätzen, wo man Sie wirklich fragt, wer ist Ihr PR-Manager? Der ist nicht so gut, glaube ich.